Hallo, willkommen zu einem neuen Replay. Heute habe ich ein Replay zugeschickt bekommen vom Klausurensohn. Zack. Und zwar hat er mir ein Replay geschickt, ein 1 gegen 1, was er wohl mal gesehen hatte live, wo er meinte, das wäre richtig geil, von Smoko und Zulu. Das sind, glaube ich, auch die, die im aktuellen 2 gegen 2 Turnier ein eigenes Team stellen. Zu dem Turnier vielleicht ganz kurz. Gute Neuigkeiten, unsere Kläuse sind weiter. Also unser Klaus-Team, was wir quasi da haben. Also Klausurensohn und die Mauer, die haben heute ihr 2 gegen 2 gewonnen. Und morgen spielt sie dann wohl gegen Ra und seinen Buddy. Da war die Motivation jetzt nicht so groß, hatte ich den Eindruck. Mal gucken, was bei rund kommt. Ich drücke ihnen auf jeden Fall die Daumen, die Jungs. Ra kann man auch besiegen, denke ich. Und bin mal gespannt, was dann passiert. So, jetzt gucken wir hier mal rein. Schön bei Nacht gemacht, ein individuelles Spiel. Also die haben dann Buddy-Game gemacht. Automatch ist, glaube ich, nicht bei Nacht. Spielt zwar kein 1 gegen 1, aber so viel weiß ich dann auch noch. Bilde ich mir zumindest ein. Mal gucken, ob das richtig war. Sonst schreibt sich ja einer. Was mich immer gewundert hat, dass das im G so komisch steht. Ne? Also ich habe das nie ganz verstanden, wie die im G-Placements hier sind. Deswegen läuft man auch hier vorne normalerweise rein. Ne? Das ist voll fies. Ja, bin mal gespannt, was die Jungs anstellen. Rifle. Eben witzigerweise, ich habe ein 2 gegen 2 gesehen unter den Kläusen hier. Mauer und Klausurensohn dagegen gegen Smiler und ich glaube Knalltüte. Und Smiler und Klausurensohn haben danach ein 1 gegen 1 gemacht und beide Spiele waren total unausgeglichen. Im 2 gegen 2 hat Smiler hardcore dominiert, die haben es dann hart gewonnen. Und im 1 gegen 1 hat Klausurensohn hart dominiert, auch bei der Map hier, und ohne Probleme gewonnen. Da hat man wieder mal gemerkt, dass 1 gegen 1 und 2 gegen 2, dass da absolute Lichtjahre zwischen den Spielen liegen. Ich meine, die gleichen Einheiten, die gleichen Attacks und alles, das gleiche Micro, einfach alles gleich. Und trotzdem ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Es könnte nicht unterschiedlicher sein, das Spiel. Was total krass ist. Ja? Also das hat kein anderes Spiel in diesem Umfang, glaube ich, so. Zumindest fällt mir das zum Beispiel bei Age of Empires 4 oder sowas nicht auf. Ne? Also von daher immer wieder schön anzusehen. Und Klausurensohn trainiert sich ja gerade im 2 gegen 2. Und das ist eine spannende Geschichte mit dem Turnier jetzt auf jeden Fall. So, jetzt kommt hier schön die Einheit zusammen, dass er es auch schafft. Normal, wenn er mit dem Volksdorf zuläuft, in den Nahkampf geht mit einem Rifle, verliert er. Zumal der auch schon in Deckung stand. Ne? Der Pio sollte da aushelfen und das kann auch funktionieren. Der Pio ist genau diese Einheit, die er vielleicht bräuchte, damit er den Kampf gewinnt. Und das sieht auch so aus, als ob er schaffen würde. Ne? Pio hat da eben das Feuer entgegengenommen. Der Jeep stört jetzt ein bisschen, der pusht jetzt nicht. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich glaube, dass das hier ein Weg sein könnte mit den Bäumen. Also er hat jetzt den Kampf verloren, ne? Aber der Jeep hat jetzt nicht gepusht. Das hat mich ein bisschen überrascht. Weil wenn der Jeep pusht, dann hätte er keinen einzigen Mann verloren. Krass. Wenn der Jeep pushen würde, dann macht er keinen Schaden. Aber ich glaube, der konnte hier nicht reinfahren, ne? Und da war das einfach ein perfektes Gelände für diesen Kampf. Das sind so Steinchen wahrscheinlich. Jetzt muss man das Schwimmwagen. Also hier läuft auch gar nichts bei Zulu, ja? Der hat so richtig Scheiße da am Laufen. Ja, und jetzt muss er weg. Aber der Schwimmwagen fährt ihm ja die ganze Zeit hinterher. Also das war jetzt eine Riesenkatastrophe für ihn. Ich war aber überrascht, dass er gegen einen Pio angefangen hat zu kappen hier vorne. Da hat er vielleicht auch ein bisschen zu ambitioniert gespielt. Oh, der hatte da auch einen Pio-Kampf. Also Zulu hat hier richtig aufs Maul bekommen, offensichtlich, auch auf der rechten Seite. Die Map, vielleicht sage ich es mal ganz kurz, da ist ein 16er Treibstoff. Es gibt unendlich viel Treibstoff hier. Aber auch die Munde ist ein kleines Problem, die beiden 16er, die es hier gibt. Ne? Also es gibt da so ein paar Punkte, die könnt ihr zum Beispiel vergessen und die solltet ihr immer kappen. Ich bin überrascht, dass er da runtergegangen ist. Vielleicht hat er sich gesagt, er kann sowieso keine Kämpfe mehr machen jetzt, weil er so viel verloren hat und will jetzt erstmal ein bisschen aufbauen, reparieren und dann cappt er halt in der Zwischenzeit, weil er eh auf den nächsten Rifle erst warten muss, ne? Bevor da was passieren kann. Ja, das war wahrscheinlich seine Überlegung, denke ich mal, dass das einfach jetzt das Timing, ne, stimmt. Aber wenn der Rifle fertig ist, hat der vielleicht auch bis auf 6 Mann wieder reinforced und selbst dann wäre Kämpfen komisch, weil er eigentlich auch mit denen ganz wenig Lebenspunkte hat. Also er kann eigentlich nur kappen und versuchen, jetzt seinen Boden zu halten, weil die Kämpfe links und rechts so schlecht liefen. Würde ich zumindest empfehlen. Mal gucken, ob er es so macht. Also er darf jetzt nicht den nächsten Kampf auch noch irgendwie verlieren, weil wenn der Wehrmachtler irgendwann überlaufen will, wenn eben dieser Peak der Amerikaner kommt, dann darf er jetzt die Kämpfe nicht abgeben. Also wenn er gleich die Granate macht oder die Bar meinetwegen. Er braucht dann einfach die Mine. Der hat ihn so lange zurückgezogen, bis er in die Mine gefahren ist. Und der Minesweeper war auch da, der kam nur eine Millisekunde zu spät. Jetzt muss man aber auch sagen, das ist ein Minensport. Trotzdem, schöne Aktion. Guter Mann. Okay. So, ja, das war das. Weiter geht's. Trotzdem, der Wehrmacht hat hier schon eine relativ gute Stellung. Wer weiß, wo sonst noch Minen liegen. Also, ja, ja. Und der Amerikaner auch keine Lebenspunkte, ne? Das ist wirklich ein bisschen problematisch. Also ob da nochmal ein guter Infanterieangriff kommt, schwierig. Ich vermute mal, dass da gleich im G ist, das nächste Einheit eventuell ein Sniper kommt.
Ich würde jetzt fast überlegen, an seiner Stelle vielleicht eine M8 zu bauen. Also noch geht wahrscheinlich alles. Aber mit einem M8 und dann nicht auf der Mitte der Straße fahren, weil da Minen liegen, könnte man, glaube ich, viel anrichten. Ich glaube nicht, dass ein Infanterieangriff jetzt die beste Option ist. Er muss auf dem Niveau damit rechnen, dass entweder störend Drähte wohl liegen oder die Minen wohl liegen, ne? Oder dann, wie Sandsäcke auch schon ein bisschen steht. Es geht auch der Medic-Bunker hoch. Also mit einer irgend so einer Counter muss man rechnen. Das sind halt Counter im Sinne von, ne, wenn der Angriff nicht funktioniert oder nicht schnell genug klappt, kriegt dann Grenn umsonst raus. Und von daher ist ein Infanterieangriff jetzt unratsam an der Stelle, wäre zumindest meine Interpretation. Jetzt würde ich auch erwarten, dass er, und er macht es jetzt auch, zumindest sieht es danach aus. Also Nachschublager kann man natürlich auch wegen Manpower bauen, ne, und wenn man mehr XP oder schneller sammelt. Aber ich glaube, dass der T3 gehen würde. Ich denke auch, dass das hier jetzt im Moment die richtige Entscheidung ist. Hätte er erfolgreich Druck die ganze Zeit ausgeübt, dann hätte er auch die Infanterie spielen können. Aber das würde ich mir jetzt auch nicht mehr trauen, weil die auch wieder alle Lowlife sind. Er versucht es trotzdem, also irgendwie Käse, oder? Die gesamte Armee. Muss er sagen, also er geht davon aus, dass der Gegner, und das ist hier auch richtig, einfach ne, an die Seiten geht und da auch irgendwas macht. Und von da versucht das jetzt einfach den Angriff. Das geht im 1 gegen 1, glaube ich, das ist so einer der Unterschiede. Im 2 gegen 2 würdet ihr nicht erwarten, dass ein Einzelner da hochläuft, weil der zweite Spieler dann da wäre. Ne? Und da könnt ihr nicht eine Unterzahl angreifen. Im 1 gegen 1 ist das ein bisschen trickier zu sagen, wann man eine Unterzahl angreift und wann nicht, weil ihr nicht wisst, dass es Unterzahl ist. Im 2 gegen 2 könnt ihr davon ausgehen, das ist eigentlich immer so, dass da zu viel steht, ja, weil er einfach nicht auf die andere Seite geht. Oh, wenn er in die Mine hüpft, ist das ein Fuck. Er muss ihn nur rammen, quasi, den Infanteristen. Er sieht das aber auch schon kommen. Geht jetzt in die Ecke, vermute ich mal. Er hat ihn aber entdeckt. Soft Retreat ist ja jetzt auch schon fast gefährlich. Ja, er denkt, dass er eine Mine ist. Doch nicht. Bam! Ja, Infanterieangriffe hätten hier gar keine Chance. Gar keine. Obwohl gar nicht viele Minen da lägen. Jetzt die Frage, wo man mit dem 8 gleich als erstes hinfährt, ne? Vielleicht mal kappen irgendwann? Nee, doch nicht? Okay. Er braucht eine M8-Route, die nicht minengefährdet ist. Ja? Also wahrscheinlich nicht mit die Straße fahren, sondern mit Schiffbefehl an der Straßenseite vorbei. Und dann die Basis fahren. Ist jetzt schwer zu sagen, welche Richtung offen ist. Also er rechnet wahrscheinlich auch damit, dass jetzt ein M8 kommt. Aber ich würde mit dem M8 sofort in die Straße, in die gegnerische Basis donnern. Ne? Sofort. Ja, da kann man halt, also man kommt eigentlich beim frühen M8 immer vor dem T2 des Wehrmachtlers mit der Pack, ne, immer. Und von da ist halt die Panzerfäuste und oder die Minenkombination, sorgt dafür, dass das eben keine Katastrophe da unten gibt. Ist immer die Frage, kommt man halt mit dem M8 lebendig da rein? Das ist die einzige Frage, die sich stellt, ne? Aber viele spielen in dem M8 auch nicht aggressiv. Also im 2 gegen 2, wie man erwähnt, bisher habe ich keinen einzigen gesehen außer mir, der mit dem M8 in die gegnerische Basis immer wieder fährt. Ich finde, das läuft da aber genauso wie im 1 gegen 1, ehrlich gesagt. Schöner Flammenwerfer. Aber auch im 1 gegen 1 sehe ich sehr häufig, dass sie die M8 eher so wie die Seiten benutzen, wie hier, dass er jetzt ein paar Schüsse abgibt, ne, statt in die Basis zu fahren, weil alle eine Scheißangst vor den Minen haben. Aber es gibt halt so viele Ecken, wo die Mine liegen muss und so viel kann da gar nicht liegen. Und es werden defensive Minen und die guten Spieler machen das sehr selten. Also ich denke, man sollte es immer riskieren. Man kann ihn danach, wenn das erfolgreich war, ja trotzdem wieder rausfahren, ne? Fast spielentscheidend, die Aktion. Apropos, da ist er. Früher war das viel häufiger auf jeden Fall mit dem M8. Das ist dann irgendwann eingerostet. Heutzutage sieht man es eigentlich gar nicht mehr, dass sie in die Basis fahren. Da ist ja noch eine Mine irgendwo gelegt. Ja, wie gesagt, guckt euch mal die Routen an. Das ist alles, ne? Wo würde der M8 durchfahren, wenn er kommt? Wir können auch hier durchfahren zur Not, obwohl da links würde man eher mehr Minen erwarten, weil es halt Verteidigungsgelände ist. Ne? Der Wehrmacht macht den typischen Lockdown auf der Seite, weil da alle Ressourcen sind. Das ist so ein Klassiker hier. Und Flankenmine würde ich da auch erwarten. Und wenn er jetzt hier durchläuft, dass ihr so ein bisschen die Minen spotten, wenn ihr so wollt, ne? Ein paar zumindest. Vielleicht bin ich mal gespannt, was er macht. Schürzen natürlich direkt ausgeben. Also er muss die Pronto ausgeben, damit er auch runterfahren kann, nicht wenn die erste Mine gefuckt wird. Du hast keine Munde. Er kann die Schürzen nicht ausgeben. Dann klappt das natürlich nicht. Ihr wollt die Schürzen ausgeben, ihr wollt MG ausgeben, ihr wollt eine Mine in der Basis legen. Das geht alles nicht, wenn man keine Munde hat. Das ist natürlich eine Katastrophe für ihn. Ja, jetzt kann er natürlich nicht mit den Dingen spielen. Er hat eine Mine zu viel gelegt. Alle legen sie Minen. Und eben Minesweeper ausgegeben. Also, dass die Munde fehlt, heißt, dass der frühe M8 ein später M8 ist. Ne? Also, das war natürlich ein massiver Makrofehler, muss man sagen. Das kann nicht angehen, dass er den M8 ganz schnell baut und dann nicht einsetzen kann, aufgrund, weil die Munde fehlt. Ja, Schürzen. Also, das ist natürlich ein riesen Albtraum für ihn gewesen. Naja, also, wir sprechen hier von einer Minute Unterschied, aber das reicht ja, damit dann mehr Mine mehr kommt. Also, eine Minute hat der Gegner halt wahrscheinlich auch 40 Munden, ja. Eine Minute legt er halt zwei Minen mehr, Pi mal Daumen. Und die Pack ist dann vielleicht auch schon auf dem Feld. Also, wir sprechen hier wirklich von 30 bis 60 Sekunden Unterschied, wo der halt, ne, in die Basis rushen muss, um da wirklich fies zu sein. Jetzt würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr in die Basis fahren nach der Picknick-Aktion. Ken?
Ja, jetzt hat er halt das Problem, dass er gar keinen Druck ausübt auf den Wehrmachtler. Und jeden Tropfen Treibstoff, den der Wehrmachtler bekommt, wird halt eben, ja, da war er wieder, wird halt, geht halt irgendwie in einen Tech, der Late-Game problematisch ist. Das ist jetzt richtig scheiße für ihn. Er kann die Flanken jetzt ein bisschen aufmischen und hoffen, dass da keine Mine liegt. Das würde ich an seiner Stelle auch machen. Wahrscheinlich hätte er wirklich auch dann hier die Pack jetzt an die Flanke bringen können, ne, mit dem Grenz zusammen. Weil, dass der M8 durch die Mitte fährt, halte ich für absolut unwahrscheinlich, zumal da ja auch eine Mine irgendwo lag, ne? Also, ich würde erwarten, dass der auf die Flanke kommt. Und dann hätte ich auch die Pack auf die Flanke gepackt an seiner Stelle. Dass er diesen Center packt, ist wahrscheinlich, weil er Angst hat, dass er sonst geklaut wird. Aber dass da ein M8 im Center bekämpft wird, das ist völlig unwahrscheinlich. Hat den Draht kaputt gemacht. Ja, der M8 hat gar keine Daseinsberechtigung im Moment. Das ist so traurig. Und der Wehrmachtler, der rückt jetzt vor, ne? Er hat den M8 ja natürlich gehört und denkt sich jetzt auch, da ist irgendwas im Argen. Von da lass mal pushen. Also er weiß, wenn er den M8 hört, da ist natürlich jetzt, ne, keine Infanterie-Upgrades drin. Bei Munition denkt er wahrscheinlich auch, dass ihm ein bisschen fehlen wird. Ne? Flammenwerfer und dann M8-Upgrades kosten extrem viel Muni, wie wir eben auch gesehen haben. Und von da rückt er jetzt einfach gemütlich vor. Ja, jetzt haben wir hier einen defensiven M8. Also wenn ihr den M8 für sowas nehmt, dann könnt ihr eigentlich auch Infanterie-Upgrades vergeben oder einen Sniper holen, aus meiner Sicht. Ne? Hat auch den Vorteil, dass dann die Pack und die Panzerschrecke des Gegners ins Leere laufen. Mortar. Da, er hat Backtech WSC gemacht. Also er hat wirklich nur einen M8 geholt, der nichts macht, und dann Backtech WSC. Ich denke, dass er sich selbst auch in den Arsch gebissen hat, für, dass er den M8 geholt hat und keine Munden hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den M8 geholt hat für das, was wir jetzt gerade sehen. Das war sicher nicht sein Plan. Aber man sieht hier, dass er keine Suicide-Angriffe in der Mitte macht. Ich weiß nicht, ob er den Bunker vermutet. Aber er hat, glaube ich, eben auf Medi geschossen. Jetzt gerade wieder, aber eben schon mal. Das könnte auch einer der Gründe sein, warum er nicht angreift. Aber ne, ist auch wie so Selbstmord. Ne? Eine ausgeballte Wehrmachtstellung anzugreifen, das macht normalerweise keinen Sinn, wenn man nicht vorher Druck ausgeübt hat. Das wird MG vergeben. Der M8 überzeugt mich noch nicht. Bam. Der Mortar ist sicher eine gute Option. Er kann auch Minen miträumen, ne, die Häuser ein bisschen. Sniper wäre sicher auch okay gewesen. Mortar kostet halt weniger, kommt früher. Ja, jetzt die Pack auf der rechten Seite. Der Amerikaner hat natürlich trotzdem unendlich viel Treibstoff, ne? Was das halt bedeutet für ihn ist halt, genau, er kann jetzt die Bar ausgeben, aber er kann auch hier die Upgrade spielen. Ne? Und dann eben schneller Wett sammeln und Manpower einsparen. Und fast 270 ist ganz ordentlich. Ja, mit 4 Rifles und so, ne? Also der wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger machen und die Economy so ein bisschen ausbauen. Jetzt kommen sie von allen Seiten, hat alle Upgrades, macht jetzt mehr und mehr Druck. Und der Wehrmachtler hat jetzt tatsächlich auch eine Schwäche gezeigt. Er hat sich jetzt in die Breite aufgestellt, ne? Er steht halt hier rechts, er steht da links, also er steht ja über die ganze Map jetzt verteilt sozusagen, ne? Und der Amerikaner versucht jetzt hier überall so ein bisschen zu proben, wo er durch kann. Er macht noch kein Full Commitment, also er macht noch kein All-In irgendwo. Eben weil er halt weiß, dass da Minen und Medic-Bunkern so sind. Also auch hier, ne? Er könnte ja hier an der Deckung locker den Kampf gegen den gewinnen, aber dann würde der Medic-Bunker gefüttert werden, ne? Das hat er sicher im Hinterkopf, vermute ich zumindest. Und mit dem Mortar will er den jetzt erst ausschalten. Ja, der Mortar fliegt da drauf. Also vorher traut er sich, den Angriff nicht zu machen. Also eine sehr gute Entscheidung. Und der Sniper hätte das so vielleicht nicht geleistet und wäre auch teuer gewesen. Feuer Support. Einen Packschuss abbekommen. Er hat leider keine Deckung, aber der Feuer Support macht das. Tatsächlich muss er jetzt ein bisschen aufpassen, weil er gleich die Medics hochlaufen. Also, die sammeln nicht jede Leiche. Aber ne, da muss man da ein bisschen aufpassen. Was kann er ja machen da? Dubo und MG. Ja, er bringt sich an allen Seiten in Stellung hier vorne. Düster, die Pack. Das ist eine Medic-Frage, aber die wurden. Ah, da ist der Medic, der sammelt jetzt fleißig. Wo ist Fatherland? Ich denke, dass der Wehrmachtler hier jetzt einen Fehler gemacht hat mit der Defense-Doktrin. Weil dieses Wo ist Fatherland, der war ja nie in Gefahr, überlaufen zu werden jetzt. Und die Bunker-Reinforcen hat er auch nicht gebraucht, zumal das auch eine kleine Map mit der Basis ist. Er hat ihn jetzt wirklich da einfach hoch und gesniped, okay. Das ist ja ungewöhnlich. Also, Wo ist Fatherland war, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Das würde ihn das Spiel runter sicher noch einiges kosten. Auf der anderen Seite hat der Bunker jetzt überlebt und er hat fast ein Rennen bekommen, jetzt kriegt er sogar ein Rennen. Also jetzt in diesem Moment hat der Bunker wegen Fatherland überlebt wahrscheinlich, also nicht große Fatherland, wegen Defense Stock, er hat die 5 stabileren. Und ein, zwei Fuchs kriegt er vielleicht auch weniger, also er hat jetzt, oder auch nicht, er hat jetzt ins Early Game investiert, sehr hart investiert ins Early Game. Ich denke, er hätte es auch ohne gehalten, aber er will den Bunker halt behalten gegen die Mortar.
Das Problem ist, man sieht jetzt schon, dass wenn er das Spiel gewinnen wollte, dass es halt nur ein langes Spiel werden kann. Ne? Er hat ja kein Map-Control und gar nichts. Und wenn das Spiel lange geht, dann ist Defense-Dog meiner Meinung nach die schlechteste. Ja, kein Tiger, kein Königstiger und so. Das Einzige, was er da halt rauskriegt, wenn die Adri kommt, kann er die dann draufwerfen auf die 105. Aber das geht halt in der V1 auch, ne? Also da war das da auch kein Muss. Also ich hätte lieber gesehen, wenn er Reinforce wollte, ein SCKFZ zu bauen oder lieber einen Bunker nachbauen, wenn er Angst hat, dass er kaputt geht an dem Mortar, ne? Vielleicht ein bisschen defensiver. Ich glaube, das werden wir noch sehen, dass er das bereut. Mal überraschen lassen. Vielleicht liege ich ja falsch. Guck mal. Zack. Nee, Sniper. Das war jetzt sicher nicht so optimal, ja, wenn der Gegner einen Puma baut, einen Sniper zu bauen. Klar sieht er das nicht, aber die eine Pack, ne, wenn das Dicky ist, halt kann das laufen. Hast du das zweite Upgrade gespielt? Nee, ne? Man sieht das, glaube ich, daran, wenn da hinten nochmal so ein Ausbauten ist. Ich vergesse das immer. Das ist, glaube ich, das Einzige, dann kann noch einen Ausbau machen. Es kostet halt Ressourcen und unendlich viel Treibstoff, aber er hat den Treibstoff. Also ich glaube, dass sich das lohnen könnte, einfach weil die Rifles auch schneller Wett dann sammeln. Ich habe die Zahlen leider nicht mehr im Kopf. Früher musste man, glaube ich, nur Bars und Nates so machen, die schneller Wett sammeln, aber jetzt ist das, glaube ich, auf den Supply-Yard-Upgrades beides. Ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent das sind. Der Medic. Puma. Na, ich mal ganz kurz, weil ich das heute gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das repräsentativ war, aber ich sehe es ab und an. Die Puma werden häufig zu aggressiv eingesetzt. Die sollten tatsächlich immer hinten stehen, weil ne, wenn er da hinfährt, Mine, Sticky, Pack oder sowas. Der wird jetzt umrunden, also schön aggressiv. Und wäre da eine Mine gewesen, wäre der rausgekommen, Sticky wäre das Ding tot gewesen. Und da ist es schon ein bisschen risky, was er da spielt. Und das war ja Gebiet vom Amerikaner eben. Du gehst wieder rein. Okay. Okay. Ich würde die immer defensiv einsetzen, Puma, für wenn einen jemand überläuft, dass man dann entsprechend den, der überlaufen will, kontert. Aber jetzt kommt der Nebel dazu, jetzt fährt er da durch, fährt jeden einzelnen Minenspot ab, aber klar, die, also ihr könnt davon ausgehen, dass die Top-Spieler, gerade amerikanische Top-Spieler, dass die sehr selten bis nie defensive Minen legen, ja. Und von daher hat er sich jetzt auch kalkuliert gesagt, kann er durchfahren. Und das war auch ein Erfolg gewesen, offensichtlich. Währenddessen sammelt der Bunkerblöde weiter. Weiß nicht, wie Grenzer schon rausgekommen sind. Bestimmt, also einen hat er ja gehabt, bestimmt schon ein zweiter. Ja, sehr schön gemacht. Hätte ohne Nebel wahrscheinlich das bekommen im Durchfahren, aber auch eine schöne Aktion. Und kappt jetzt die Map weiter. Mine gefunden. Also noch sieht es ganz gut für ihn aus. Ich vermute mal, dass der Amerikaner, genau, der macht gleich die 105. Und dann ist halt die Frage, wie viel Smoko hat an Artillerie. Er braucht 200. Ich würde jetzt schon sparen und freischalten, so früh es geht. Also er muss definitiv die Adri jetzt erwarten, gegen den Nebel, gegen die Packs, ne, gegen die Stellung da unten. Die Adri kommt auf jeden Fall. Das muss er auch wissen. Und von daher muss er jetzt die 200 Munden gespart werden. Also er sollte jetzt nicht mehr vor The Fatherland anmachen. Sollte er sowieso nicht, weil er Medbunker hat, ich finde. Aber ne, auf jeden Fall muss er die Munden jetzt auf 200 hochsparen. Die braucht er definitiv. Die Adri darf er sich nicht gönnen, dass sie ihm die ganze Zeit kommt. Besser ist, den da abzuknallen. Ah, der Sniper, ne? Das ist natürlich ärgerlich. Auf W2 bleibt er, glaube ich, unsichtbar gegen Puma. Keine einzige Mine liegt da. Neuer M8. Ist halt nicht pack nebelanfällig, ne? Deswegen haben die wahrscheinlich gebaut. Wird die Puma auch nicht vernichten, mit Sicherheit, aber er sorgt dafür, dass die Puma nicht frei rumfahren. Ja, gleich kommt die 105, dann wird es wehtun. 200 ist die Zahl. Hat er in 2 Minuten. Also auch nicht so lange hier. Ich glaube, er hat noch einen vierten Punkt vermutlich. In der DMW, wie er das freigeschaltet hat. Aber der Deutsche ist jetzt richtig am Kommen. Ne? Er hat halt ein starkes Early Game gehabt und das war natürlich ein Transition in ein starkes Mid Game. Das ist jetzt keine Überraschung. Das ist nicht so optimal, die beiden Packs nebeneinander zu stellen, weil die Adri kommt gleich und die geht in die Area hier gleich auch runter. Das garantiere ich euch. Also die würde ich so nicht aufstellen. Das halte ich für einen riskanten Move. Mine gefunden. Jetzt ist sie tot. Fährt der M8 darüber und haut den. Oder er tötet sich selber, je nachdem. Boah, war das ambitioniert. Aber der wäre sowieso gestorben da oben. Wäre jetzt hochgefahren, hätte den Sticky abbekommen, mit dem Bett gegeben. So viel besser wäre das auch nicht gewesen, ne? Also die Straße so runterzufahren, ist der helle Wahnsinn gewesen mit Puma. Ich sage ja, in meiner Meinung werden die viel zu häufig zu aggressiv eingesetzt. Das ist wie bei Armored Cars. Die muss man einfach defensiv einsetzen, ne? Für sowas wie hier. Da kann man ohne Gefahr die Leute verjagen und bluten lassen, wenn die so durchlaufen. Das geht wirklich ohne Gefahr dann. Dafür würde ich die benutzen. Das hat er den Manpower verloren. Pack hätte er oder würde er eventuell verlieren, wenn er jetzt nicht selber guckt. Mal gucken. Okay. Pack. Gegen die Puma. Er muss halt die 105 bauen.
Nein, er hat die Links-Defense vergeben. Wahrscheinlich hier oben rechts, ich habe es gerade nicht gesehen. Aber wie gesagt, er braucht 2,5 Munden und wird das gleich schmerzhaft werden. Ich meine wirklich schmerzhaft. Na gut, auf eigenes Risiko. Also er hat jetzt genug, um die Artillerie freizuschalten. Er braucht noch 450 Manpower. Es sei denn, ich habe vergessen, es sei denn, der geht auf die linke Seite der Infanteriedoktrin, weil das im 1 gegen 1 sehr beliebt ist, dass man die Off-Map holt, im Sinne von Off-Map, ne, so Knubbeleinheiten für 800 Manpower. Würde ich ihm aber nicht empfehlen in der jetzigen Situation. Ich würde jetzt die Artillerie holen und dann hier draufballern, gerade um die Nebel auszuschalten. Über Zeit sind die halt eine sehr gute Artillerie, gerade gegen den Infanterie-Spam. Also ich würde sagen 450 und dann Go-Go-Bau-Artillerie. Das ist zumindest die beste Comeback-Möglichkeit, die ich für ihn gerade sehe. Der Mortar wieder am Arbeiten. Ist ja nicht so geil mit dem Mortar gegen den Nebel, ne? Feld 1 hat er sicher zum gemacht, damit die halt, ne, Lebenspunkte wieder bekommen. Aber auch, damit er flexibel schnell auf Feld 2 gehen kann, wenn er denkt, dass es haben möchte. Kostet halt auch wenig Feld 1. Beim Amerikaner, Dings da, hat er noch nicht gemacht, oder? Ich sehe das halt wirklich nie in der Grafik, weil ich glaube, dass das zweite noch nicht ausgegeben ist. Also er hat eine Menge Einheiten. Ich glaube schon, dass er was rauskriegen könnte. Aber ich würde natürlich auch die Artillerie jetzt vorziehen und mal ein bisschen Druck ausüben. Was ist das für eine Aktion? Da steht er da oben. Also er scheint auch nichts zu kaufen gerade, oder? Also es ist nichts an den Forsendeus, macht er das. Also ich würde, genau, das hat er auch wieder ausgemacht. Der wird eine Artillerie, der spart auch die 450. Der will die auch haben. Schön wett, alle. Das ist sicher auch ein Teil, weil er hier schon eins ausgegeben hat. Ich vergesse das nämlich dauernd. Daher fällt mir das so krass immer auf. Der Puma sucht Minen, okay. Also hier nochmal, wenn er eine Mine findet, hat er Motorschaden, dann kommt die Sticky und hat der Wett mehr. Ne? Also solche Aktionen verstehe ich überhaupt nicht, die er da macht, in keinster Weise. Das ist einfach zu riskant. Gerade gegen Infdog kann man erwarten, dass sie überall liegen, die Teile. Und da ist die Artillerie. Schön weit hinten, damit die auch sicher ist, nur so weit weg wie möglich vom Gegner. Ich weiß nicht, ob da irgendwo eine Mine liegt. Ich sehe es jetzt nichts auf dem Ding. Also ich würde schon überlegen, dass ich hier irgendwie hier und hier irgendwie zumache an seiner Stelle. Egal, jetzt knallt gleich. Ja, die Wettweifel sind natürlich nice, ne? Wenn das eine lange Runde wird, dann sieht das aus, dann wird das auf jeden Fall ein Wett 3 noch. Und das ist sehr ungesund für den Deutschen. Jetzt kommt wieder Comeback, also der Amerikaner wird jetzt, was wird das? Das wird nicht funktionieren. Kannst direkt nach Hause gehen eigentlich bei sowas. Also das kann nur mit Mikrofehler funktionieren, ne? Wenn der, genau, also das sind die sonst gestorben. Was habe ich mit der Artillerie schon geschossen? Hat er vergessen? Mikroproblem, gibt's denn sowas? Bunker wird repariert? Reparaturen lohnen sich echt, ne? Das kostet fast gar nichts und da kriegt man was raus. Man sieht jetzt hier auch, wie sein Einkommen runtergegangen ist auf 253. Und die Artillerie schießt. Ja, der räumt den Bunker weg. Er hat wahrscheinlich kein besseres Ziel gerade. Und das ist ja auch okay. Ich meine, der Bunker muss früher oder später eh weg, wenn man ihn forcen kann. Und er kann die Off-Map damit auch freischalten, mit der Expedia kriegt, ne? Und außerdem oft stehen da irgendwie noch Leute, die ihn forcen am Bunker. Plus man kriegt ein paar Minenspots nochmal gleichzeitig abgesät. Also die Salve hat sich schon gelohnt. Der war ja auch schon low-life. Und sonst kann er eh nicht mehr angreifen, ne? Er kann ja nicht immer die Grenze da abwarten. So, M8. Bam. Ja, jetzt geht's gleich los. Wir haben Packtreffer. Da war ein Packtreffer, ne? Dass ich nicht eingebildet esse. Ja, und jetzt gucken wir mal beim Deutschen. Also wie gesagt, 200 Mund hätte er gebraucht, ne? Und Rocket Artillerie und dann Zugangsweg. Puma ist gestorben. Da war ein Puma. Okay. Also das Rumschalten, es tut mir leid, aber ich muss das machen, um die Ressourcen zu sehen. Ich muss wissen, ob er die Artillerie freischaltet. Was er hat. Wir bleiben beim Amerikaner aber jetzt für weniger Verwirrung. Genau, jetzt kommt hier Level 2, weil er den Treibstoff eben auch hat. Das sollte man auf jeden Fall, wie gesagt, auch machen. Und dann gucken wir mal, 258, wie das dann hochhüpft nachher. Er kann dann immer noch eine Artillerie bauen, wenn er jetzt nicht so viel Manpower opfert. Bam, 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 bam. Eine zweite Pack wäre wahrscheinlich auch nicht unangenehm. Der Zugangsweg hier, der sollte halt nicht aufbleiben, ne, wenn der Gegner was reinwerfen kann. Ja, aber der steht hier oben. Dem würde ich, wenn der so aussieht, würde ich ihn übrigens zurückbringen an den Heal. Ja, das lohnt sich schon, weil sonst wird der Puma den Frontal ausschalten, dann hat das auch keinen Wert. Da kann man kein Medkit ausgeben. Also der sollte auf jeden Fall in den Heal fahren mit den Lebenspunkten. Das ist völliger Käse, wenn er so da steht. Der wird niemals einen Kampf ordentlich führen. Und das stört ja auch nicht, wenn der am Heal ist, dann kann er dann immer noch irgendwo hinfahren, wo ein Not am Mann ist.
Ja, jetzt muss er gucken, dass der Wehrmacher nicht zu nah an seine Basis kommt, ne? Für die Rocket Artillerie. Ist einfach Pflicht. Geht die Artillerie runter? Häuser einreißen? Hä? Okay. Hätte ich den Mortar machen können? Ist man einfach schon gestorben, ne? Der Wehrmacher war auf meiner Meinung. Ja, jetzt steht er hier vorne, ne? Ja, ist natürlich fies. Wenn die Artillerie steht, Gott sei Dank ganz weit hinten, hätte ich schon richtig gebaut. Aber ist trotzdem nicht super bombensicher, ne? Also die Zugangswege müssen ein bisschen besser verteidigt werden. Das muss auf jeden Fall kommen. Ist auch eine Artillerie irgendwo. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ah, eine deutsche Pack. Das wäre klasse, wenn man die mitnehmen würde. Nein! Du machst die deutsche Pack kaputt. Die hätte natürlich lieber erobern wollen. Aber klar, er kommt nicht dran im Moment. Aber seine Pack ist ja eigentlich da. Oh, das wird böse enden, mein Freund. Das wird böse enden mit dem Ding. Also das nicht geheilt hat, ne? Also der Puma kann den frontal ausschalten, die Pack. Da kann ich nur hoffen, dass der nicht nah genug rankommt. Ja, die deutsche Pack hätte er lieber erobert. Gerade wo sein eigener Pack da ist, hätte es vielleicht sogar geklappt, aber die Lebenspunkte sind natürlich tricky. Aber der Pack und sein eigener im 8, ich hätte das riskiert, dass ich die Pack erobere an seiner Stelle. Ja, diese Seiten hier, ne? Der Wert 2, der kann zwar jeden Kampf gewinnen, außer wenn der Puma kommt. Ey, neuer Bunker muss her, wollte ich gerade sagen, der ist auch einer, sehr schön. Smokst du gerade? What the hell? Der Smoke jetzt, damit er reinlaufen kann, aber... Also meiner Meinung nach, diese Smoke-Geschichte, die funktioniert ganz selten, ja. Also egal, wie der Smoke läuft, da ist immer irgendwie eine Lücke dazwischen, habe ich den Eindruck. Aber er wollte den Punkt kappen. Ah, die Puma nicht schießen, ja genau. Und ne, egal, wo der Smoke ist, die schießen trotzdem. Also ich habe da nur schlechte Erfahrungen mit, leider, mit dem Smoke. Also jeder schießt einfach drauf, ja. Er versucht jetzt trotzdem zu decappen. Ja, ja, kommt die Granate. Der Bunker, ne, wenn jetzt der erste Medik sammelt, hat er 300 Manpower über, schießt schon mal prophylaktisch ab. Sehr schön. So muss das sein. Den würde ich echt mal heilen. Feuersturm. Feuersturm? Kann doch gar nicht. Nebel. Was war das gerade gewesen? Sieht so komisch aus. Also im Moment ist es wirklich so, dass eine Menge Infanteristen da sind, mit zwei Puma, die immer aushelfen. Also das sieht für den Wehrmacher extrem gut aus im Moment. Ja, jetzt kommt der Schwimmwagen rein und das wird Rocket Artillery werden. Da ist die Rocket Artillery, er hat die ausgerichtet. Da hast du schon Sicht drauf gehabt, echt? Okay. Ja. Ja, und Rocket Artillery. Wie gesagt, er hat das halt nicht ordentlich verteidigt, ne? Mine, Panzerfallen, Drähte und Tod. Das geht halt einfach nicht. Also das ist schon, mit Rocket Artillery eine Artillerie vernichten, ist, lohnt sich immer, ne? Plus man kriegt auch was daneben oft. Die hat natürlich jetzt ein bisschen, ne, 200 Mund ist jetzt die Frage, kann aber gleich wieder hochziehen. Also das war eine schöne Aktion und er hat es halt nicht verteidigt, der Amerikaner, das kann man ja nicht anders sagen. Es war halt alles mit Ansage. Weil wir Ansage sind, das war die amerikanische Pack, da hat er wahrscheinlich das Leben gefehlt. Schwimmwagen Wett 1, jetzt blockt er das, okay. Ist ja fies von ihm. Aber ich würde ihn jetzt trotzdem nicht opfern, er kann ja gleich nochmal für dieselbe Aktion gebrauchen. Rausfahren, rausfahren. Okay. Ja, keine Ahnung, der Amerikaner, ne? Der hat ein Riesenproblem. Er hat keine Artillerie mehr. Der kriegt im Moment nur aufs Maul, aber er sammelt Wet Rifles. Also der Teil klappt schon. Auf Wet 2. Aber ne, das ist ein defensives Wet bei der Wehrmacht, muss man immer sagen. Und beim Amerikaner ist halt Wet, ne? Gerade Wet 3 mehr Schaden. Jetzt kommt er so ein bisschen zurück. Pack hat er gleich auch in der Mitte. Ist noch nicht vorbei, die Runde. Aber der Wehrmacht hat schon eine sehr gute Ausgangslage im Moment. Da sollte ich vielleicht trotzdem überlegen, ob er nicht von dem T3 jetzt auf den T4 setzen will. Also bedenke ja, dass er Defense ist, ne? Also der kriegt ja keine echten Panzer. Also da würde ich schon T4 machen an seiner Stelle. Er hat ja keinen riesen Druck im Moment. Er muss auch im Treibstoff schwimmen. Und also warum nicht jetzt einfach hochtacken, ne? Klar kann den Druck aufrechterhalten und so, aber... Der T3 wird über kurz oder über lang, wird das eine teure Geschichte dann. Also die Puma werden nicht bis Spielende super abschneiden und die Nebel auch nicht. Das wäre unwahrscheinlich. Ja, auch wenn die Wert 2 gleich kommt, kommen überall die Stickies. Ja, jetzt kriegt der Motorschaden, dann kommt die nächste Sticky und dann gibt es Wert 3. Gut, das ist im Gegenweg leider. Ja, bewegungsunfähig, klasse. Jetzt muss er halt nur noch eine Sticky rankriegen, ist im Gehen, ja. Hat keine Munden. Mortaraktion. Also mit dem Mortar gefällt mir richtig gut, dass er das halt nutzt, dass das dann so indirektes Feuer möglich ist. Das ist richtig klasse. Wett 3 ausgegeben. Ja, er hat halt die Artillerie vernichtet und denkt auch vom Druck her, dass der Amerikaner wahrscheinlich keine neue Artillerie bauen kann in absehbarer Zeit. Und da ist Wett 3 genau richtig, damit auch weniger Wettfahrer gibt an den Gegner.
Trotzdem, der Amerikaner hat 290 Manpower Einkommen. Unterschätzt das mal nicht, wie viel mehr das ist. Hat dein Puma da verloren, okay. Unterschätzt man nicht, wie viel das ist, ne? Also 290 für einen Amerikaner ist extrem. Ja, hat wirklich extrem gutes Einkommen. Ja, die Fakt war das da oben. Man kriegt übrigens für Medics, krieg ich mal auch wett. Also der Amerikaner, der kann da schon wieder zurückkommen. Aber schöne Entscheidung trotzdem mit dem Wett 3, ne? Die Artillerie, ihr denkt wahrscheinlich, wenn einer kommt, würde er nochmal reindonnern. Der geht das Puma vernichten, wenn noch welche über sind. Da hatte ich die Schnauze voll von dieser Aktion in der Seite. Ich denke aber, das war nicht notwendig. Also die Pax hätten das auch geschafft. Dafür hätte er kein T4 bauen müssen. Da hätte ich mir lieber gewünscht, dass er einen Schirm rauszieht. Gerade auch um die Infanterie nochmal effizienter zu bekämpfen. Klar, die Pax werden von den Nebeln ein Stück weit ausgeschaltet, aber wenn man zwei, drei Pax hat, so viel Nebel hat er ja nicht, die kann man wieder bemannen. Dem 18 wird trotzdem seine Aufgabe sicher erfüllen, ne? Aber gegen T3-Spieler muss man den nicht unbedingt bauen. Die Pax hätten es wahrscheinlich gereicht. Bam. Ist trotzdem nice to have. Ist nur die Frage, wenn jetzt die Infanteristen Panzerschrecks bekommen, ne? Ob der Schirm nicht besser gewesen wäre. Aber gehen tut alles. Woher wir Pax sind. Der Deutsche hat ein bisschen viele Pax. Unsichtbar machen? Nee, okay. Also Siegpunkte ist noch so 50-50 gefühlt. Von daher ist im Moment so, Artillerieschlag. Oh, jetzt gibt es einen Angriff von der Seite. Ist es im Moment so, dass sie beide auf ein langes Spiel einstellen müssen. Und mit dem Bett, den der Wehrmacht hat, hat er sich darauf eingestellt. Und mit den beiden Upgrades hat der Flyer Upgrades die Amerikaner auch darauf eingestellt. Also die gehen beide in die richtige Richtung. Interessant ist, dass keiner Sniper spielt. Also klar, der eine ist eben gestorben. Aber das ist keine Nachkommen, ne? Das ist interessant. Also mir die Stickies. Also um eben die Basis fährt und die ganzen Stickies. Rocket Artillerie. Echt jetzt? Aber das ist doch Blödsinn. Da ist doch nichts zum kaputt machen. Also das war jetzt völliger Fail mit Rocket Artillerie. Da war nichts. Ja, also wenn das Ziel kaputt macht, das ist doch völlig uninteressant. Das hat er nicht mal geschafft. Also wenn jetzt ein Rückzug der ganzen Rifles gewesen wäre, dann irgendwas gucken können. Oder wäre die Artillerie gewesen. Aber jetzt einfach reinfahren, alle seine Puma riskieren und dann Rocket Artillerie ins Nichts setzen. Also das war ja gleich ein netter Aussetzer, oder? Da sehe ich jetzt überhaupt nicht einen Sinn hinter. Und jetzt gilt die Zweihundertbuden auch, ne? Also er hätte ja zum Beispiel auch auf den Mortar setzen können oder meinetwegen auf irgendwas hier vorne oder auf den T4 meinetwegen. Oder am besten gar nicht setzen. Es gibt nur noch Wett für die Gegner. Ja, Wett 3. Keine Ahnung, was das für eine Aktion war. Also das war auf jeden Fall hyperaggressiv unnötig. Er wusste ja, dass er keine Artillerie war, ne? Also er hat ja keine Schießen sehen. Von daher hätte er es ahnen können, dass da keine ist. Also da sehr ungewöhnlich. Und wenn keine da ist, muss man ja nicht trotzdem die Artillerie setzen. Das hat ja keinen Sinn gemacht. So, weiter geht's. Mehr 3. Bam, bam, bam. Die Pack wieder, die macht jetzt den nächsten Kill. Und Schuss und tot. Ja, also der Puma hat schon seine Kills gehabt, keine Frage. Aber die Packs noch die zwei Puma ausschaltet, ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass die Puma zu aggressiv eingesetzt wurden. Die Aktion da oben für den Kokolores, hier vorne, der ist auch umsonst gestorben. Also warum setzt er die so ein, die Puma? Ich verstehe das nicht. Ich würde die Pumas wie Armored Cars behandeln, auch wenn die besser gepanzert sind. Hätte er einen Adler rausgeschossen, dann hätte sich das Risiko gelohnt, keine Frage. Aber das war ja nicht der Fall. Kannst du bitte mal die Pack heilen? Das macht mich fertig innerlich. Vor allem, wo die jetzt auch Wett hat. Einfach mal kurz in die Basis bringen. Water. Wett 3. Durch einen Puma-Kill eben, ne? So, doch mal ein T4? Nee, okay. Na gut, er hat jetzt die Puma alle eingebüßt. Also hat er jetzt drei Puma in kurzer Folge verloren. War das 3 sogar? Also er hat tatsächlich jetzt sehr viel Druck. Aber das ist ja auch mein Punkt. Ich würde nicht auf den Puman bleiben, ne? Also irgendwann, wie gesagt, er hat halt die Doktrin, die meiner Meinung nach im Late-Game am wenigsten bringt. Und von daher hätte er jetzt, naja, muss er T4 gehen, um das auszugleichen, meine Empfehlung. Also Wett 3 Rifles sind einfach besser als Wett 3 irgendwas da unten, ne? Das funktioniert so nicht. Wett 3 Ritterkreuzträger sind noch einigermaßen nice. Also der Amerikaner ist auf jeden Fall kommen, riesen Comeback hier gefeiert im Moment, weil die Pumas das alle gesuicidet haben. Steht da irgendwie komisch. Ja, die haben keine Deckung da oben. Da kommen die Packs, da kommt der neue Bunker. Und der Sniper kommt. Ja, ja sicher eine gute Idee, ne? Weil er hat ja eine relativ gute Sicherheit und die Wett 3 ist optimal, wenn man Sniper dagegen benutzt. Er hätte auch eine Artillerie spielen können, die hätte ich persönlich vorgezogen. Aber vermutlich hat er Angst, dass die Artillerie von der Rocket Artillerie besser ausgeschaltet wird als sein Sniper. Und von da kann ich verstehen, dass er auf den Sniper gegangen ist.
Also der Sniper war unter den Bedingungen sicher auch nicht verkehrt gewesen. Weil so wie er seine Basis beschützt, ist er schon zweimal Gegner drin gewesen. Zack. Ist das sicher besser. Hätte ich, also ne, normal bin ich kein Freund von der Idee, Sniper der andere vorzuziehen, aber in dem Falle würde ich da eine Ausnahme machen. Und es gibt ja auch nicht wirklich Bunker-Spam oder so, ne? Lohnt sich der Schuss? Das ist ja gerade eine große Lippe. Aber jetzt der Nebel schießt, sobald mit Ansage. Zack, Half-Life. Geht aber ein Heal in der Basis. Kannst du den und tot. Ach, warum sie nicht eine Basis repariert hat, weiß ich nicht. Gehealt. Wird, glaube ich, auch repariert, ganz nebenbei, an dem Heal. Oh, 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 und tot. Okay. Weiter geht's. Neue Puma, neue Pack. Holla, und Mine. Das wollt ihr jetzt nicht sehen. Dennoch, also die Puma gegen das T4 zu spielen, ist sehr riskant. Also das T3 des Wehrmachers gegen das T4 des Amerikaners ist eigentlich keine gute Idee, das langfristig durchzuhalten. Und genau da spielt er aber im Moment. Da wird er böse, bitter Schmerzen bekommen für. Er macht übrigens keinen Stuck. Eventuell wäre das auch eine Idee, aber ich bin auch kein Stuck-Freund. Ich finde, der ist einfach viel zu kostenaufwendig im Unterhalt, im Sinne von Reparatur und so, ne? Also ich denke, diesen Zeitpunkt, wo er T4 bauen sollte, hat er jetzt verpasst so ein bisschen. Und das ist jetzt einfach Aua. Klar, jetzt wird er gedrückt, ne? Von daher ist es auch nicht so geil, jetzt T4 hochzugehen. Er hätte halt eben machen müssen, bevor die Puma gesuicidet hat. Das wäre die Lösung gewesen. Wer 2 packt, okay. Von dem Puma-Wert. Also wenn er jetzt gleich Wert 3 macht und dann weiter Puma macht, also Wert 3 Puma und dann weiter Puma, denke ich, dass das ein Riesenfehler. Dann hat er immer noch keine T4-Antworten, denn das kann nicht funktionieren. Der schaltet übrigens keine Off-Map-Freie, der Amerikaner, wenn ihr euch wundert, weil er im Fog of War sonst nicht die XP-Siebel auf einen trifft, ne? Wenn ihr alle vergeben habt hier vorne, dann seht ihr nicht mehr Fog of War, ob ihr was getroffen habt. Ist für die Adler interessant, falls ihr gleich noch eine baut. Wuhu! Der Dreifug jeden Moment. Hallo? Hast du sie noch rein? Was machst du da? Du hast nur abgewartet, bis er fertig geschossen hat und dann bist du gegangen. Okay. Ich unterstelle jetzt mal, wenn ich das gewesen wäre, wäre es ein Mikroproblem. Ihm unterstelle ich einfach, dass er gucken wollte, ob er halt ne, ein harter Kerl ist. Hat er sicher kein Mikroproblem. Aber weiter geht's. Endlich kommt der Krokodil. What the fuck? Warum hast du denn keinen normalen Schirm gebaut? Er will die Packs damit ausstellen, weil er weiß, dass der T3 kann ja nur Stux bauen eigentlich, ne? Wenn er kämpfen will gegen Panzer. Und ist davon ausgegangen, dass er die Stux nicht haben möchte, eben weil die sind auch scheiße, muss man so sagen. Gerade je später die baut. Und ja, und von daher gegen die Packs hat er die wahrscheinlich gebaut. Und gegen die Wert 3 Infanteristen. Trotzdem ist Krokodil in so einem Spiel eine sehr ungewöhnliche Entscheidung. Auch wenn das hier funktionieren könnte gegen die Packs. Mal überraschen lassen, ob das funktioniert. Man könnte ja argumentieren, dass der M18 und der Krokodil dasselbe ist, wie der Mittelweg nur Schirms gewesen wäre. Ja, von daher ist das eigentlich dasselbe, was wir auch sonst mit Schirms hätten. Nur eben komprimierter gefokust auf verschiedene Einheiten. Aber er kann damit gezielt die Packs halt ausschalten, das ist der Vorteil. Mit dem Schirm geht das nicht so gezielt. 14 Kills, nice. Die Nebel haben ihren Spaß. Also eine Ressourcen, der könnte auch locker mal die Adrie nochmal nachbauen. Aber er hat wahrscheinlich wirklich Angst, er kann ihn nicht verteidigen. Jetzt ein guter Augenblick zum Reinfahren. Jetzt! Oder nicht? Oder was zum Teufel, Mann? Jetzt Flammstoß! Barbecue! Der schießt halt durch die Deckung durch. Jetzt ist gleich laut. Und tot. Ja, er schaltet auch die ganzen Nebel aus. Da kommt der Wehrmachtsniper. Das hatte sich jetzt anders vorgestellt. Jetzt fahren sie ihm in die Basis. Den Sniper hat aber gesehen, ne? Also den hätte er eigentlich ausschalten können, wenn er nach vorne gefahren. Ja, der Angriff, wunderbar, oder? Ihr knallt überall alles. Ist alles tot. Ja, jetzt muss der die Nebel ausschalten, also die Gefährte ausschalten. Und das Mann selbst bringt ja eigentlich nichts. Ich glaube, man macht nicht so viel Schaden mit dem Flammenwerfer, oder? An dem Gefährt. Das war jetzt aber von ihm, glaube ich, der Schuss, auch wenn er die Wette bekommen hat. Hat nicht angezeigt als Kill hier. Ja, also der All-In mit den Panzern, ne, hat sich gelohnt. Und trotzdem tot, weil Panzerschrecks, ne? Der hat hier jetzt nachgebessert. Wo ist denn der Wehrmachtsniper hin? Der wirkt doch eben hier irgendwo rum. Gut versteckt, der Junge. Oh, der wird 3.
Also er hat auf jeden Fall die Nebel da unten bekommen, ein Stück weit, ne, den einen. Und die eine packe da auch noch nicht, das ist der Wehrmachtsniper. Die Medics. Wie gesagt, es bringt halt auch Wett irgendwann, ne, die Medics abzuknallen, da muss man aufpassen. Ja, jetzt fehlt ein bisschen die Schirms. Wett bekommen, verstehe. Ja, in Summe wären die Schirms vielleicht doch schöner gewesen. Einfach mal simpler die Infanterie bekämpfen kann. Der Crocodile ist ja eben auch gestorben an die, auch wenn er schon lowlife war, natürlich. Mit den Schirms kann man die halt besser wegkiten. Man hat halt mehr Distanz zu den Panzerschrecks, die eine gute Streuung auf Long Range haben. Was bedeutet, dass die auf Long Range nicht so gut gegen Schirmen sind. Ne? Also Crocodile schießt halt nicht Long Range. Holla, der Stuck kommt. Er hat die Schnauze voll jetzt. Das Problem beim Stuck ist halt, dass sich das nicht lohnt, für den jetzt Wett aus. Also er muss eigentlich Wett ausgeben, aber es lohnt sich auch wieder nicht, Wett auszugeben, weil der Stuck ein scheiß Panzer ist und er kann ja keinen Tiger holen, wo er auch vom Wett profitiert. Also der Stuck passt halt überhaupt nicht in sein Bild, in die Situation jetzt rein. Kein Freund von der Idee. Und die M18 umrunden den natürlich auch, ne? Also die Stuck-Geschichte, das ist, glaube ich, eher Verzweiflung gewesen. Zumal er eben auch Puma-Wett hat, das traut er sich jetzt nicht mehr zu spielen, den Puma. Ja, der T4, das war auf jeden Fall ein Riesenfehler, den nicht zu machen. In 2 gegen 2 würde ich nicht argumentieren, dass man immer den T4 spielen muss, sondern T3, ganz und gar nicht. Aber hier wäre es, glaube ich, eben wo er Ruhe hatte, möglich und nötig gewesen. Victory Points noch halbe. Normaler Schirm, sieht man der einzelnen Kanone. Denke ich auch, ist richtig, aber er hätte auch eine Artillerie bauen können. Weil der hatte halt jetzt auch eine Ruhephase, könnte man argumentieren, ne? Wie ist denn auch bei Smoko? 3 Minuten hätte er Norkel Artillerie wieder. Sniper? Er weiß nicht, dass er... Oh, hat einen zweiten Sniper gebaut. Kabam. Okay. Ja, also den Doppelsniper, den verstehe ich jetzt persönlich nicht. Die Artillerie hätte ich mir schon gegönnt an seiner Stelle. Er hat ja einen Sniper auf dem Feld. Und er dominiert ja das Feld. Und da kann ja keiner, wer schnell bei ihm in die Basis jetzt kommen? Er hat ja die Pufferzone. Also die Adri wäre diesmal sicherer gewesen. Oh, schöner Einschlag. Ist eine Off-Map. Schöner, schöner Einschlag. Also den zweiten Sniper, das wird sich vielleicht noch bitter rächen bei ihm. Und der Sniper seine Fronten kann gekontert werden. Die Adri wäre, glaube ich, bombensicher gewesen. Trotzdem, der Wehrmachtler, der verliert gerade richtig am Boden. Und jetzt rächt sich halt absolut hardcore, dass er eben Defense-Doktrin gegangen ist, ne? Und kein T4, also die Kombination ist halt so brutal für ihn. Mit 3 hilft ihm halt jetzt auch nicht gegen die Sniper. Er muss das Sniper-Duell auf jeden Fall jetzt gewinnen, wenn er noch irgendeine Chance haben will. Panzerschrecks. Immer einzeln vergeben, weil die zweite eine höhere Drop-Chance hat. Genau, sieht man die Long-Range-Fights hier, ne? Und die streuen halt, wie gesagt, ganz gut. Also Schirm auf Long-Range gegen Panzerschreck, da würde ich nicht so zittern. Das muss aber ein anderer machen mit dem Stuck frontal. Der Mortar wird 2, echt nett. Ah, du hast ihn nicht unsichtbar gehabt, ne? Okay. Ich muss jetzt auch nicht, aber wäre natürlich nett. Kappen. Ich hätte es nicht mit 3 gemacht, da könnte jetzt eine registrierte Artillerie runterkommen. Ich hätte das mit dem eher gemacht, aber wir wahrscheinlich reparieren. Da oben, da. Die registrierte Artillerie setzt man normalerweise kurz bevor er fertig ist, weil dann keiner mehr mit rechnet, um den Fug zu kriegen. Und der nächste Panzer. Schirm. Ja, warum nicht? Er hat ja die Ressourcen. Also, ich hätte die Artillerie vorgezogen, aber es hat halt 4 Panzer, das geht sicher auch. Die Konter wäre halt Pack und die Pack wird weggesniped oder Offmap gezogen. Also der Wehrmachtler hat ein Riesenproblem derzeit. Der Amerikaner hat eine recht große Armee. Ich weiß nicht, ob er hier noch ein Comeback feiert. Also jetzt würdet jetzt alle sagen, haha, Panzer, ich baue jetzt einen 88er. Das kann tatsächlich funktionieren, weil er keine einzige Artillerie gebaut hat. Und wenn er die Offensive dann nicht raufbekommt, öfter genug, dann könnte das tatsächlich die Antwort sein. Ich bin gespannt, ob er die baut, die 88er. Das ist halt das Sniper-Problem, muss man noch ein bisschen drum sich kümmern. Und 88 kann natürlich auch in vielen Einheiten angegriffen werden, aber vielleicht wäre das jetzt sogar eine Antwort, wenn er einfach hier vorne irgendwie hinflanscht. Halt sie immer sehr riskant, aber wenn er jetzt den zweiten Schirm sieht, weil da sind 4 Panzer auf dem Feld, das Sniper ist echt anstrengend. Links und rechts. Der Stuck hat Spaß, 0 fehlt schon. Was war das? Achso, das ist ein Fass umgefahren, ne? Ah, 88er? Nee, traut sich nicht.
Ist auch ein sehr riskantes Movement, also weiß auch nicht, ob ich mir das getraut hätte. Aber er hat ja für mich keine AP mehr und der Gegner keine Artillerie mehr. Ich muss mal die ganze Zeit Infanteristen haben, die neu besetzen, die Sniper schießen oder den Sniperkampf gewinnen. Wo ist denn dein Sniper eigentlich hin? Du hast ja eben einen gehabt. Bei dem Stuck wird eins vergeben, wenn wir jetzt auf Stuck setzen. Ja, die sind nicht so episch, die Teile, ne? Und wir geben halt auch jetzt, ne, Ressourcen dafür aus. Das ist ein Sniper. Also war der Stuck und das Wett für die Panzer die bessere Antwort als die 88er gewesen wäre? Also Freistein kann ich auf jeden Fall, der hat auch XP, ne? Also wäre die 88er jetzt wirklich so falsch gewesen? Es ist wirklich schwer zu sagen. Aber ich denke, dass der Stuck langfristig die schlechtere Wahl ist. Und da hat die 88er wahrscheinlich riskiert. Wurde zerstört. Heißt, er braucht einen Repair-Bunker vielleicht mal da hinten. Ja, einfach mal hinter die Häuser bauen oder so. Ist ja egal, dass ein bisschen weiter hinten ist. Wie sieht es denn aus bei dir in den Ressourcen? 200, können wir den Artillerie setzen? Sniper? Oh, fahr doch weg, was willst du? Das sind doch Panzerschrecks. Oh, der hasst sein Leben. Der hasst sein Leben. Warum bist du da jetzt stehen geblieben? Hat er nicht verstanden. Und Countersnipe. Oh, geile Aktion. Also der Sniper musste da nicht sterben und der M18 musste da auch nicht sterben. Also mit solchen Comebacks ist natürlich nice, ne? Das ist natürlich wirklich super nice jetzt hier. Jetzt kommt er wieder zurück. Also das hat ihm jetzt Luft zum Atmen gegeben. Zeit, die Stucks zu reparieren, die die Panzer at bay halten gleich. Also das war jetzt genau, was er gebraucht hatte, das Comeback. So wie der Amerikaner eben die drei toten Pumas gebraucht hatte. Also es ist nett, dass die so kameradschaftlich spielen. Immer wenn der eine am Verlieren ist, wird der andere ihm irgendwas schenken. Ich finde das solide. Sind ja, glaube ich, Buddies, oder? Weil die spielen doch jetzt in 2-2 zusammen. Also, ja. Ich würde sagen, wenn das mein Buddy ist, scheiß drauf. Wenn du gegen ihn spielst, dann musst du halt looten. Ja? Also, ist halt ein Kampf, ja. Aber ich finde das nett von denen, dass die so human sind und den Mitspielern mal aushelfen. Netter Move. Ist ja ein individuelles Spiel, also geht ja um nichts. So, weiter geht's auf jeden Fall. Ja, Comebacks werden jetzt hier gefeiert. Nächster Panzer. Wieder ein Flammenwerfer. Ist natürlich, ne, nicht gut. Er weiß, dass da hinten zwei Stucks sind. Und die Panzerschrecks. Wie gesagt, man muss halt sehr nah ran an die Panzerschrecks. Das ist nicht immer so geil. Wenn die ja nicht aus einem Lob laufen, sondern so einer quasi hier und einer hier steht, dann kann der Flammenwerfer-Krokodil einen anschießen und wird dann von den beiden getötet. Ja, also von daher bin ich nicht überzeugt davon, dass der Krokodil jetzt eine gute Option war. Ein weiterer Schirm wäre gut gewesen, Adler wäre gut gewesen, aber der Krokodil, also gegen die Panzerschrecks wird er nicht gut performen, das glaube ich nicht. Kommt ein bisschen an, wie viele Panzerschrecks sind, die gleich stehen. Und Pax gibt es ja förmlich keine mehr, ne? Baut auch keine neue wahrscheinlich. Weiter geht's. Was mit dem T3? Ich weiß es nicht. Er hat jetzt drei Stucks gleich. Er hat zwei, drei Stucks. Na ja gut, aber es ist jetzt ein Krokodil gekommen. Und da sind die Stucks natürlich, ne, die Könige des Schlachtfelds. Er hat Abgang vergeben, sieht man, eine etwas längere Kanone. Das heißt, die können die Stucks besser penetrieren. Vielleicht noch weniger Schaden in Infanterie, aber das ist wahrscheinlich genau richtig. Also Abgang gegen Stuck-Spam ist sicher die richtige Antwort. Und Schirmabgang gegen Stucks ist sicher auch besonders effizient. Jetzt kommt nochmal Pax dazu, um es noch weiter zu verstärken, weil Stucks sind halt schwer zu penetrieren frontal. Und wenn du mit Schirms kämpfst, dann sind das Frontalkämpfe in aller Regel. Die Pax ist sicher nicht 100% notwendig, aber sie hilft natürlich gleich. Aber trotzdem bei den Ressourcen hier, ne, er hat ja genug, er könnte auch einfach eine Artillerie spielen. Also er muss ja die Repairbunker über Corsa lang kaputt machen. Er weiß, dass die unten alle stehen. Da sind die Nebel, die Repairbunker, die Panzer müssen repariert werden. Also die Artillerie wäre wirklich nicht schlecht, hier unten einzusetzen. Und er hat die Ressourcen. Gerade der Krokodil, was zum Beispiel Kokolores. Das mit Treibstoff ausgeht, ist witzig, aber der Krokodil kostet ein bisschen mehr. Ich glaube 100, 120 Treibstoff. Man spielt ihn ja nie. Bam. Das macht natürlich hier weniger Schaden in die Panzerschrecks. Der Mortar. Mit drei Sniper. Ich vermute, dass er einen Countersnipe machen will. Der 3-Sniper, den Bertrix vielleicht, der läuft genauso schnell aufgedeckt wie zugedeckt. Der steht hier unten etwas gefährlich, aber das ist halt einfach mit der Überraschungsschuss, um Sniper machen kann. Hofft vielleicht sogar, dass der Sniper unaufgedeckt an die Front läuft. Und das ist auch nicht selten der Fall, dass das passiert. Und dann kann er den machen. Beziehungsweise er hat jetzt hier einen Artillerieschlag, glaube ich, auch gesetzt gerade. Ne? Nutzen also zum Scouten auch ein Stück weit. Ja, die Stucks. Die Reparaturmannschaft haben sie mitgenommen vom Bunker. Nice. Jetzt kommt die Pack, die muss ich aber drehen, wenn ich schießen soll. So funktioniert das nicht. Und Rückenpanzerung und der Krokodil. Also der Krokodil, der reitet ihn wirklich ein bisschen rein, ne?
Das ist ein echter Schirm. Das ist ein echter Schirm, wenn der. Ne? Das ist jetzt ein Kill hier. Sniper steht da zwischen den Panzern. Also der Crocodile, der. Der erste hat ja echt Sinn gemacht, aber der zweite. Was ist geschossen? Ach, den Brenner hinten, ne? Die laufen jetzt aber zu dir, mein Freund. Ja, aber der läuft ja super schnell, also das ist schon fies. Ja, nichtsdestotrotz, die Stucks, die haben sich halt jetzt eine Position gegeben, wo sie einen drehbaren Turm gebraucht hätten. Den hatten sie nicht und da sind die jetzt hier gestorben ohne große Effekte. Das war natürlich auch ein Fehler. Stucks kann man nicht einsetzen, wo man umrundet wird. Der hat sie ja hier hingesetzt und ne, dann kam die Packung von rechts, Schirm von vorne, Schirm von hinten. Stucks muss man auch wirklich Front zu Back einsetzen und das hat er nicht gemacht und von da wurde er auch hart bestraft dafür. Was machst du da oben? Und? Guck? Ja. Vermute mal, die wollen an die Schirms. Genau, du zum Beispiel. Mit der Rocket Artillery. Für einen Schirm, aber nicht unbedingt das beste Investment. Würde man uns trotzdem machen und empfehlen. Aber ne? Einer ist ja keiner. Der ist auch ein bisschen angeschlagen. Immer noch der Crocodile. Wie sie alle bluten. Aber man merkt schon, dass die zu, also immer wenn der andere Comeback feiert, hat das daran gelegen bisher, dass einer von den beiden zu aggressiv gespielt hat, ne? Also die Stucks gerade waren zu aggressiv, genau wie die Puma eben zu aggressiv waren und das sind die beiden Comebacks dann wieder gewesen. Und das hat man auf der anderen Seite eigentlich genauso. Die sind einfach, ab einem gewissen Punkt werden die übermütig, dann tut der Gegner ein Comeback feiern. Also ich habe echt das Gefühl fast, dass es Absicht ist, ne? Aber es kann eigentlich nicht sein. Hat wahrscheinlich auf den Sniper zu erwischen mit der Registrierten. Bam, Schuss. Der deutsche Sniper ist wahrscheinlich tot, den haben lange nicht mehr gesehen. Mit 1. Sag mal, die 16 Kills sind Ewigkeiten, das hat sich nicht mehr geändert, ne? Er findet keine Stellung mehr für den, mit der arbeitet. Ja, Sniper macht weiter, hier kommen die ganzen Schreckgrenzen. Das Problem ist halt, dass der Sniper die ein bisschen runterchippt die ganze Zeit. Ansonsten sind die gegen die Panzer, also wie gesagt, der Crocodile ist ja sinnbefreit, aber gegen die Panzer ganz okay. Eben weil es ja diese Long-Range-Geschichte ist, ne? Also sie sind ganz okay und nicht super. Aber wenn Wett 3, wenn er 3 davon hat, dann können sie ihn schon Schirmen gut zurichten. Zumal die auch Abgang haben und keinen Splash-Schaden jetzt mehr machen. Genau. Schirmen, Abgang, okay. Das ist witzlos, mit denen darum zu kämpfen. Also die Schirmabgans sind eine Riesenkatastrophe gegen den Schränkblob. Ein Riesenalbtraum. Artillerie wäre halt gut dagegen, ne? Kannst lange jagen, den Sniper. Keine Mine. Ja, der sucht ihn halt jetzt, aber ist ja klar, dass er keinen Erfolg damit hat. Dann wird drei Sniper. Nicht schießen! Oh! Übermütig. Der jagt den. Das wird halt nix. Okay. Dux. Jetzt darf er nicht nochmal den Fehler machen, dass er hier gleich rausfährt. Das ist ein riesen Albtraum. Ja, jetzt muss er rausfahren, weil die Adrien hinter ihm ist. Das ist ein Pech. Können hier tot. Der würde immer ein Stück weiter nach hinten fahren. Ja, das amerikanische Makro-Moment, ne? Keine Artillerie, dann zwei Crocodiles. Gerade der zweite Crocodile, das kostet ihn so viel im Moment. Der Sniper hält ihn im Spiel derzeit. Und dass der Gegner halt mit dem Tech das ein bisschen verkackt hat, wie ich persönlich finde. Stuck. Immer noch 50-50, ne? Es geht immer noch gleichmäßig runter. Ich werde wieder übermütig. Das ist halt ein Schirm mit Abgun und du weißt nicht, was da noch ist, ne? Oh, es wird nicht greedy. Nicht greedy werden! Oh, ever greedy. Mann, das ist doch ein Schirm mit Abgun, Mann. Hängst du nicht an deinem Leben? Oi. Oh, Bounce. Okay. Jetzt die Basis fahren, ja. Da muss man schon erwarten, dass da irgendwo eine Pack ist. Jetzt tut er sogar den Mortar angreifen. Ey, der hat gar keinen Respekt davor, ne? 4 Reparaturtruppen, nice. Also wenn jetzt eine Sticky vorbeikommt, gibt es wieder einen Wett-Rifle. Und das gibt jetzt einen Wett-3-Rifle hier im Moment. Wer 2 Sticky wirft er gleich übers Haus, wette ich fast drauf. Oder er macht damit, je nachdem. Ach, das wäre ein Wett 3 geworden. Egal. Bounce. Also das ist ja, was ich meine mit Front to Back, ne? Das war die Pack nach hinten. Oder der Schirm.
Das ich meinte, ne? Front to back. Also Front bounced alles, aber der setzt sie so ein, dass sie immer wieder geflankt werden können, auch hier oben. Es gibt keinen Grund, mit kaputten Stucks hier oben zu arbeiten, ne? Ich weiß auch nicht, warum er keine Sticky wirft, ehrlich gesagt. Das wäre einfach ein Traum. Wer 3 wäre angenehm, da kommt sie. Genau, einfach mal drauf gewartet, durchs Haus, danke. Wird wahrscheinlich keinen Fug. Und die nächste Sticky. Er hat aber schon Wert 3 leider. Ist trotzdem tot. Der Firefly. Krokodil. Motoren zerstört. Jetzt würde ich schnell einen Wert 2 hinbringen, damit die alle aufleveln. Also er hätte die nur hier unten einsetzen müssen, die Stokes. Dann wäre das nicht so schlimm geendet. Ihm ging es ja nur um den einen Punkt hier vorne. Er hätte auch hier einsetzen können. Ne? So einfach aufstellen. Und in den Punkt verteidigen. Frontal hätte er die Kämpfer alle gewonnen. Und er hat alle geflankt bekommen oder gesticket jetzt bekommen am Schluss. Und das ist natürlich immer wieder Wett für den Gegner auch irgendwo. Na gut, weiter geht's. Schön, wie es das Amerikaner 4 Reparaturtruppen gebaut hat, ne? Einfach um das alles zuzumachen. Und der Nebel ist ja still. Die können halt... Sind 4, ne? Genau. Die können halt schnell reparieren und die können alles kappen nebenbei. Und wenn der Flammenwerfer ausgeht, können sie auch die Wett 3 bekämpfen. Weiter geht's. Nächste Schirm. First Shot. Irgendeine Artillerie wahrscheinlich. Hast leider nicht gesehen, worum es genau ging. Vielleicht auch der Sniper oder so. Jetzt gibt es Mun. Bei dem Panzerschlag natürlich sehr angenehm. Ich glaube trotzdem, dass der Wehrmacht leider sein Leben verflucht, dass er Inf gegangen ist, Defense gegangen ist. Man kann natürlich jetzt immer sagen, wäre jetzt zum Beispiel Blitz mit unsichtbaren Troopern und den Tigern so, dann wäre es jetzt alles episch, aber dann hätte natürlich der Amerikaner auch ein Stück weit anders gespielt. Aber die, ich glaube trotzdem, dass wo sie abgezeichnet hat, dass es ein langes Spiel wird, hätte die Defense nicht kriegen müssen. Der Amerikaner macht das viel schöner mit seinen Einheiten, mit seinem Panzer, ne? Der tut die halt wirklich defensiv benutzen, benutzt die Reparatur und wenn eine Lücke ist, dann macht er einen All-In. Also er scheint mir da eher wie so ein bisschen taktischer zu spielen. Echt, du hast einen Sniper nachgebaut. Na gut, die Schreckgrenze ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Es gibt ja keinen mehr, der die Sniper jagen kann, ne? Und die Schreckgrenze ist die einzige große Bedrohung für seine Panzer. Die Stux kann man ja davonfahren. Also die beenden tatsächlich das Spiel. Und die meisten Amerikaner hätten halt normalerweise mit Infstock hätten die jetzt immer wieder Off-Maps gezogen, jede Scheiße bekommen. Aber er bleibt wirklich auf dem Panzer-Spam, was ungewöhnliches Makro ist für 1 gegen 1. Das sehe ich wirklich super selten, wenn ich mir die Replays angucke. Finde es aber eigentlich eine schöne Entscheidung. Bloß er wirklich nie wieder Artillerie gebaut hat, wundert mich. Aber ich denke, das ist jetzt eh vorbei. Also wenn ihr jetzt guckt, ne, der Deutsche kommt ja gar nicht mehr zurück hier. Der Amerikaner hat ja für mich alles. Und die Schreckgrenzen sind die einzige Antwort auf die Panzer, die er hat. Die Stux machen das nicht. Und die werden halt durch die Sniper immer wieder weggeboxt. Also er hat wirklich keine Möglichkeit mit der Doktrin jetzt oder mit dem T3-Tag hier nochmal ein Comeback zu feiern. Das sehe ich nicht. Also schöne Runde auf jeden Fall. Wenn der Amerikaner jetzt nicht wieder alles suicidet und dann ein Comeback dem gibt, würde ich sagen, ist es an der Stelle GG. Mal gucken, wie es weitergeht. Das mit den Stux, das wird sich heute nicht mehr ändern, glaube ich. Der Mord hat immer noch 16 Kills. Ich weiß nicht, worauf er geschossen hat die letzte halbe Stunde. Auf Pausenweg. Und Schuss. Oh, das gibt die Reparaturkugel in der Fächer. Okay. Das hätte jetzt richtig wehtun können. Er hat halt keine Sicht gehabt, deswegen hat er sie. Jetzt was erwischt. Und hätte die weiter hinten gesetzt, wahrscheinlich. Hätte die Reparaturkugel bekommen, wäre natürlich nice gewesen. Schirm ist down. Das war die Pack. Hier, Wett 3, ne? Sticky. Nein! Nein, nicht schießen! Was machst du denn? Lass doch den Sticky, gib ihm doch die Wett 3! Bitte, bitte, lieber Gott, gib mir die Wett 3! Was machst du denn? Hast du Glück, dass der bounced alles? Ja, und jetzt gibt's ein Wett 3, nicht mit dem Panzer finishen. Warum hast du das gemacht? Okay, ist EGG, aber bei sowas schießt er bitte auf den Boden, ja? Er ist GG, also der Amerikaner hat gewonnen, würde ich sagen. Ja, schöne Runde auf jeden Fall, ne? Der ganze Panzer-Spam. Und nochmal die Erklärung, warum der Stuck nicht der beste Panzer der Welt ist. Aber ich denke wirklich, um das Best mehr rauszuholen, hätte er sie nicht in Flankenposition bringen dürfen. Hätte sie wirklich hinten mit Bunkern eingesetzt, die ganzen Stucks, dann hätten die sehr gut performt gegen alles. Das war sicher, der Panzereinsatz mit den Stucks war nicht so episch, denke ich mal. Ich überlege gerade, ob ich schon einen Screenshot gemacht habe. Aber das Spiel hat sicher einen Scherben-Screenshot verdient, oder? Mit Reparatur.
Musst du auf den dummen Strich stehen. Der ist, glaube ich, besser beleuchtet. So. Die Munde ist im Weg. Ich hasse das. Mit der Konsole könnte ich die, glaube ich, löschen. Dann muss ich aber irgendwann einen Befehl mal raussuchen. Wir machen das jetzt so. Das Problem bei Panzern ist halt, dass ihr die Kanone mit drauf haben wollt, sonst fehlt da das schönste Stück. Aber dann habt ihr eben hier viel freien Raum. Ja. Oder wir machen den M18. Die hässliche Kröte, dann lieber den Schirm. So ein Stückchen. Ja, der klebt dann die Munde hinten. Warum hast du den denn so scheiße hingestellt? Dann machen wir es links. Rechter Winkel ist besser, aber dann geht halt nicht. So machen wir das jetzt. Passt da? So, das wär's. Ich bin weg. Ciao, ciao.